Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir bauen heute hier ein wenig an unserer Uranwerkstatt, beziehungsweise wir wollen ganz gerne ein bisschen Uran haben, müssen dann gleich erstmal, ich muss erstmal das wieder ausstellen hier, sonst liefern sie wieder sinnlos hinterher. Was waren das? Wie weit waren das immer weg? Genau die Breite von einsam Ding? Naja gut, okay, machen wir es. Genau die Breite von einsam Ding. Ja. Ich glaube, das war mal mehr oder weniger, aber okay. So, Höhe stimmt auch. Höhe stimmt nicht, muss eins höher. So. Jetzt stimmt auch die Höhe so einigermaßen. So, und dazwischen waren immer drei Platz. So. Sind das wirklich drei dazwischen? Ah, sind drei dazwischen. So, gut. Naja, gut, wenn das so ist, dann ist das so. So, zwei Stück habe ich jetzt noch in der Tasche. Ne, sechs habe ich noch in der Tasche, genau. Gut. Müssen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sein. Genau. Moment. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. So, hier muss angeliefert werden für Uranerz. Oh. Hier müssen wir vier Stoffe anliefern. Okay. Okay, hier müssen wir vier Stoffe anliefern. Das heißt, das Standardkonzept funktioniert ja gar nicht, weil ich mit meinem Greifarm gar nicht so weit komme, dass ich vier Stoffe anliefern lassen kann. Hybridkatalysator brauchen wir. Wir brauchen Kristall, Kristall, Kristall. So, und dann kommt ja hier direkt das Ohr raus. So, was machen wir? Wir machen mal einfach. Gucken jetzt einfach, wenn ich das Ohr habe. Dann kommt ja schon die Zentrifuge dran, die dann das und das draus machen soll. Achso, das brauchen wir. Das 35er, nicht das 38er. Okay. Und das dauert ziemlich lange. Momentchen. Dann gucken wir mal. Wie machen wir das denn jetzt hier? Wir wollen jetzt ein Produkt hinzufügen. Rezept hinzufügen. Und zwar. Müssen wir mal gucken. Kann ich das irgendwie zurückrechnen, dass ich jetzt von unten anfange? Das weiß ich noch gar nicht. So, wir haben Uranerz. Uran anwenden. So. Zutaten 10 Uranerz. Okay, nee. Das machen wir. So. Okay. Der Output, sagen wir mal so, also wir haben, kann ich hier einstellen, dass ich 8 Maschinen habe, Montagemaschinen, so viel. So, und jetzt muss ich hier einstellen, Anzahl Toolbelt. 3 pro Sekunde, oder wenn ich 3 Stück herstellen will, speichern. Brauche ich genau eine Montagemaschine. Das heißt, wir haben Uranerz, haben wir 24. Ne? Ja. Für 8 Maschinen. Gut, okay. Da brauchen wir den Input. So, jetzt müsste man theoretisch bestimmte Zahlen nach oben, 5 Zeilen hoch. Jetzt müsste ich ja theoretisch eigentlich das Vorprodukt hinzufügen können irgendwie. Produktionslinie Output, ja, das ist ja mein Output, den habe ich jetzt ja eingestellt. Jetzt möchte ich ganz gerne, okay. Moment, 24 kriege ich ja. Wenn ich 24 habe, dann müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken. Wir wollen nicht Uranium Ore, sondern Uran Verarbeitung machen. Und zwar haben wir Input Uranium Ore, genau, mit der Produktionskette. Und zwar haben wir dann hier, kann ich nicht einstellen, Output. Wenn ich jetzt hier einstelle,
brauche ich. Moment. Ich stelle mal hier einen ein, speichere das mal. Kann ich das mal da. Kann das mal ganz kurz hier null werden? So. Null. Reset. So. Speichern 1. Genau. So, dann brauche ich 10 Uranerz. Also kann ich hier 2 einstellen ungefähr. Dann habe ich 20. Dann kann ich hier 2,3 einstellen. Huch, das geht nicht. Okay. 2,3. Dann sind wir bei 23,2. So, 24,2. Dann sind wir ungefähr genau da, wo wir hinwollen. Wir haben 8 ungefähr von den Dreiern. Brauche ich jetzt 9 theoretisch von. Komm, dann sind wir mal nicht so. Dann mache ich hier 3, 5. Speichern. So, jetzt sind wir ganz nah dran. So, jetzt haben wir 2,4 davon. Das heißt, wir brauchen dann das dazu. Okay, gut. Dann haben wir 0,1 von dem dann. Da brauchen wir 32 Zentrifugen. Also mir ging es jetzt darum, wie viele Zentrifugen ich jetzt brauche, um das herzustellen. Gut, okay. Dann müssen wir mal gucken, wenn wir 32 Zentrifugen herstellen wollen, welche Materialien brauche ich dafür? Warte, welche Zentrifugen hat er sich denn da ausgesucht gehabt überhaupt? Könnte natürlich auch sein, dass wir da noch die falschen Zentrifugen hier drin haben. Gibt es nur eine Zentrifuge? Es gibt nur eine Zentrifuge. Alles klar, okay. Gut. Die ist ja hier. So, was brauche ich denn dafür? Dafür brauche ich... Ach, da brauche ich den anderen Beton für. Haben wir davon welchen im Lagersystem von dem anderen Beton? Beton. 42 auf dem Weg, Verfügbarkeit sind nicht allzu viele. Okay, ja, dann brauche ich jetzt den anderen Beton dafür. Warte mal, das kriegen wir ja hier raus. Es ist für die Wissenschaft. So erzeugt man aus einem Beton den anderen Beton. So, jetzt ist mein Inventar auch noch voll. Aber wir können 2 Zentrifugen herstellen. Wir nehmen kurz F drücken. Huch, ach, das wollte ich jetzt nicht aufnehmen. Wo wird nicht gebraucht, das Zeug? Hier? Nee. Nee. Wieso führe ich das hier durch? Wir brauchen den Scheiß. Du? Du brauchst den Scheiß, alles klar. So, warte mal, Eisenerz. Hier wird ja auch noch Eisenerz hergestellt oder was mit Eisenerz gemacht. Guck mal hier, kriegst du von mir Eisenerz. So. Wenn ich wo das Golderz herkommt, machen wir nicht Gold hier auch schon irgendwo? Nee, weiß ich nicht. Ach guck mal, da haben wir schon kurze Kisten. Gehen wir da mal hin. Können wir uns da vielleicht nochmal ein bisschen erleichtern hier. So ein bisschen Zeug rausschmeißen. Oh, guck mal, Lampen können wir mitnehmen. Lampen kann man immer gebrauchen. Golderz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das brauche ich gerade nicht. Und die Dinge brauche ich gerade auch nicht. So. Gut, dann habe ich hier noch Schönes und sonst drinne. Naja, schön zu wissen. Ah ja, guck. Da ist ja noch einiges drin, was man vielleicht eventuell gebrauchen könnte. Ah, hier, guck mal, da haben wir noch Knickarmroboter. Dann haben wir hier noch MK3 Poles. Die kann man auch mal gebrauchen. Und die ganz schnellen Knickarmroboter. Nein, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, jetzt kriege ich schon wieder rote Chips geliefert hier. Achso, das brauche ich auch für die Zentrifugen, ne? Jo. So. Ah, wir wollen ja weiterhin Betonplatten herstellen. So. Wie sieht es hier überhaupt aus? Boah, schön, sehr viel Beton. Ich bin begeistert. So, eine Zentrifuge haben wir schon. Wir brauchen 4 Zentrifugen pro Ausgang quasi. Da drüber. Moment. Darf ich mir nochmal den Beton hier schnappen? Danke. Es ist total bescheuert, aber es geht. Verurteilt mich nicht dafür. Ich habe im Leben schon viel zu schlimmere Sachen gemacht. So. 2 weitere Zentrifugen, dann gehen uns die Chips aus.
Wir haben... Ja, dann haben wir ja die ersten paar. Aber die roten Chips, die kommen hier wieder allein. Hier, da zittert in der Mitte, ne? Jetzt schon. Jetzt bringen die mir wieder Eisenerz an hier. Gerade rausgepackt habe aus der Tasche, ne? Oh. Wenn man es nicht ausstellt, ne, dann kriegt man es halt auch geliefert noch. So ist es halt. Sind denn eigentlich... Eisenzahnräder im System? Kann mir davon vielleicht mal ein paar bringen lassen. Sind sogar welche im Logistikspeicher. Hier, bringen wir mal 1000 Stück davon. So. Wenn welche davon da sind, kann ich sie ja nutzen. So, dann können wir jetzt hier auf jeden Fall... Ach ja, die sind ja niedlich, die Zentrifugen. Okay. Also, wir nehmen das hier raus. Wie standardmäßig da auf den Dings. So, du machst denn das hier. So. Da kommen ja zwei Materialien raus. Das steht ein bisschen weit weg, ne? Machen wir hier mal ganz kurz so. Steht ein bisschen weit weg. Zentrifugale. Eine dahin, eine dorthin. Mehr haben wir noch nicht. Gut. So, dann brauchen wir hier vier Materialien, die wir anliefern können. Das ist natürlich auch sehr interessant. Wir müssen mal ganz kurz gucken, wie viel brauche ich denn davon? Das ist gar nicht so viel, ne? Ich könnte so zusammenpappen. Also ich könnte jetzt, wir machen hier mehr Platz und dann machen wir hier oben noch einen durch. Das heißt, hier kommen dann vier hoch. 1, 2, 3, 4. So, und der vierte oder der erste, der hier oben lang geht, der geht bis dahin. So, und dann kommt von da oben ein bisschen was. Und dann kann hier und... Kommt hier einer an. Falsch rum. Huch. Ne. So. Wer geht denn hier durch? Okay. Da scheinen wir immer irgendwie mit einer Ecke einbauen zu wollen. Ist nicht weiter schlimm, kennen wir ja schon. So. Dann machen wir das hier noch. Da noch wieder. Und hier noch schön. Zip. Zip. Und dann ist das alles fertig. So, dann geht es hier erstmal wieder noch ein bisschen hoch. Zur Zentrifuge. Ist das nicht das Ding, was Stuxnet kaputt gemacht hat? Die Zentrifugen? Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube ja, ne? Also falls ihr nicht wisst, was Stuxnet ist, dann könnt ihr ja mal nachgoogeln. War mal irgendein Trojaner, der irgendwie auf SPS-Anlagen ging oder irgend sowas. Und die Zentrifugen quasi zur Anreicherung, also diese Anreicherung des Urans, wird ja in Zentrifugen gemacht, auch im Warnleben. Und da hatte der Iran quasi so eine Anlage mit SPS-Anlagen. Und diese SPS-Anlagen, die wurden quasi durch... Aber eigentlich habe ich doch gesagt, ihr könnt mir Eisenzahnräder auf den Weg. 1000 Stück. Oh, sehr gut. Ja, dann kommen wir demnächst immer 1000 Stück an davon. So, können wir nochmal zwei machen. Naja, gut. Das dauert halt, bis wir das alles fertig haben hier, aber gut. So, dann brauchen wir hier... was, ich habe nur noch 11 Stück davon? Ich fällt mir mal an, wie viel sind davon im System? 600 und... Das ist gut. Nur noch 11 Knick am Brot, aber sind noch 50, alles klar. So, hier brauchen wir dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann holen wir das schon mal das Material hier hoch, so langsam war sicher, ne, während wir mal die Zentrifugen machen. Und dann müssen wir natürlich dann oben noch durchfiltern. Oder ausfiltern nachher die... Die fertige Ware, die man dann auch wirklich verwenden kann für die Energieentwicklung, beziehungsweise für die, das können wir ja dann so einmachen hier. Und die anderen, die wir dann woanders durchführen.
führen müssen, damit denn da noch weitere Zentrifugen stattstehen. Da müssen wir auch mal gucken, wie viel wir da dafür brauchen, aber das kriegen wir dann ja auch noch hin. So, okay. Nee, das geht da nicht dran, das ist Quatsch. Hier geht ein Ausgang. Der geht hier dran. Der hier nochmal nach außen geht mit einem und der andere, der geht hier hoch. So. Er kommt von da. So. Wunderbar. Gut. Jetzt fehlt es uns eher an roten Chips, aber naja, gut, die sind ja wohl jetzt auch unterwegs, ne? Sind zwar noch auf dem Weg. Warte mal, gib mir mal 1000 davon. Machen wir mal. Sehr schön. Da sind noch etliche auf dem Weg. Verfügbarkeit an Robotern sind ja auch noch ein paar. Gerne wieder mehr. Wir haben genau 1000 Roboter? Ne. Was? Kann man nicht vorstellen. So. Gut. Also, ihr macht mir dann das, ne? Ja, wenn ich es stehen lassen würde, wäre auch cool. Ihr macht mir denn das? Kriegt hier von hier gefüttert. So, und gebt hier raus. So. Du sonderst aus. Uran. Das da. Das sonderst du aus nach da. Der Rest geht alles da rein. Und das muss wahrscheinlich dann erstmal gekistet werden oder was weiß ich. Keine Ahnung, das muss ja irgendwie jetzt erstmal gespeichert werden. Da brauchen wir ja einmal 20 von denen, damit wir das initialisieren zünden können. Da müssen wir einen Kreislauf bauen. Gut, der sondert der aus. Das geht dann irgendwo hin hier, dass wir mal alles auf ein Förderband legen. Dann werden wir mal die 8 zusammenlegen. Ich glaube, dann so wenig wie davon rauskommen, sollte das hier gehen. So, gut. Genau. Jetzt wollten wir hier oben an die unterirdische Förderbänder legen. Mal alles vorbereiten hier. Dass dann das hier auch so langsam aber sicher denn hier was werden kann mit uns. So, kann ich Zentrifugen bauen? 1, 2, kann ich machen, okay. So. Wir müssten noch mehr Eisen anfordern, glaube ich. So. 600 fordere ich eigentlich an. Oh, sollte eigentlich immer wenigstens auf dem Weg sein. Na gut, okay. Cool. Verdammt. Dieses hier. Bis dahin. Also ich kann natürlich auch noch mehr Logistikroboter freilassen. Ich habe da hier oben eigentlich noch 1000 rumfliegen. Ne? Die könnte man ja eigentlich alle schon loslassen. Problem ist halt eben wirklich bloß unsere Elektrizität momentan hier. So. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, wo haben wir denn den Hybriden? Das ist der Hybride hier. Sieht so aus, ne? Der müsste das sein. Die müssen wir dann also mal hier rübergeben. Dann müssten wir hier mal ganz kurz gucken. Ja, da müssen wir schon instant auch gleich den Rauchtrieb dran knöpern. So. Und dann müssen wir hier mal einmal unterirdisch werden. Hier mal einmal unterirdisch werden. Hier mal einmal unterirdisch werden. Und hier nochmal unterirdisch werden. Und hier nochmal unterirdisch werden, damit wir dann hier unterirdisch werden können. So. Sollen wir das noch ein bisschen miteinander verbinden, hier die ganze Angelegenheit, hier die ganze Schose. Und dann sollte zumindest der erste Rohstoff schon mal oben dahin ankommen, wo er ankommen darf. Sagen wir mal so. So. Müsste doch hier oben sich dann schon mal etwas regen. So, das wird da eingeführt, der Katalysator. So, sehr schön. Immer wieder schön, immer wieder toll, immer wieder neu. So. Oh ja, jetzt kriege ich hier aber ordentlich was geliefert. Das geht jetzt nochmal richtig schön hier. Und jetzt fehlt uns der Beton. Na toll. Gut, dann müssen wir jetzt wieder ein bisschen mit Beton spielen. Habe ich den hingelegt? Da.
So. Kennen wir ja schon das Spiel. Bauen wir uns so ein bisschen Beton ab. Klack, 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 klack. Fürchterliches Geräusch, oder? Na ja. So. Oh, jetzt habe ich mich um einen versetzt hier. Weil er keine ruhige Hand hier hat. Aufträge sind immer noch genug da. Ich denke mal, das Elektrizitätsproblem haben wir noch nicht gelöst. So, gucken wir mal. Können wir 4 Stück bauen? Was geht uns aus? Die Chips. Naja, gut, okay. Da kommen ja bestimmt welche. So, da sind auch wieder Leute unterwegs hier. Ja, Elektrizität haben wir immer noch ein riesen Problem, aber kriegen wir alles geklärt. So, dann brauche ich jetzt hier einen, der rauslegt. Oder 2, die rauslegen. So viel kommt da ja nicht rum bei, also eigentlich reicht auch einer aus, ne? Eigentlich reicht auch einer aus. Naja gut, ach, damit denn das beidseitig belegt ist. Was soll's? Was soll der Geiz? Wir haben 600 von diesen Dingern im System hier und momentan sind noch 45 auf dem Weg zu mir, also von daher. So, das heißt, hier muss jetzt, achso, jetzt können wir erstmal den, jetzt machen wir erstmal hier eine Stelle Geschichten. Shift E. So, Pickup Position ist da hinten. So. Du nimmst von da ganz hinten. Nee, du. Ja, da müssen wir den. Da habe ich auch den falschen eingestellt. So, Shift E, du nimmst von da. So. So. Gut. Du legst das da rein, du legst dann hier, dann machen wir eins mit Shorty. Shift E, Offset, Short. So. Dann sollte das hier alles ganz familiär ankommen. Gut. So. Dann können wir jetzt, was brauchen wir denn hier? Wir brauchen blau, weiß, braun. Okay, blau, weiß, braun. Gucken wir mal, was wir jetzt als erstes kriegen hier. Blau. Kriegen wir als erstes. Sehr schön. Und zwar brauchten wir, welche brauchen wir? Oh Gott, jetzt habe ich wieder vergessen. Brauche ich die ganz veredelten oder die nur halb veredelten? Warte mal, ich brauche Crystals. Okay, ja, Moment. Kristalle ist... Das hier, ne? Das stellt die Kristalle her. Ja. Also, das ist die zweite Ebene hier, dieses. Okay, gut. Ich kann mir ja mal dran lecken, was da Kristall ist. So, aber das müsste das hier sein. Das müssten die Crystals sein. Das heißt, wir brauchen hier den Dieb dran. Der dann... So. So. Das ist ja günstig, dass das gleich das nächste ist hier. Hätte ich ja gar nicht erwartet. So. Das heißt, ich brauche denn hier nochmal was Unterirdisches. Für 3. Hier was Unterirdisches für 4. Hier was Unterirdisches für 3. Hier was für 2. So. Können wir ja eigentlich überall mitmachen hier. Dann kann er nämlich mir auch gleich unterirdische Förderbänder bringen. Aber ich weiß gar nicht, ob er da noch dran kommt. Ne, doch, an die oberen Kisten kommt er ja noch dran, ne? Da ist noch kein Strommangel entstanden. So. Huch. Jetzt haben wir keine unterirdischen Förderbänder mehr. Auch gut. Das wird sich hier hoffentlich bald bessern. Hier, schon mal das miteinander verbinden hier.
Verbunden werden muss es eh. Und die Logistikmaschinerie hat ordentlich zu tun mit mir hier, ne? Aber es ist... Funktioniert das schon mal. So, und wir sind ohne Strom. Stromausfall, Blackout. Wir haben es wieder erreicht. Wir sind wieder bis auf null Strom runter. Alle Kohlen sind verbrannt. Verbrannt. Ja. Also große Bauprojekte können wir noch gar nicht. Können wir uns noch stromtechnisch nicht leisten, ne? Ein bisschen ist hier noch, was wir bauen müssen. Aber sieht ja schon mal ganz gut aus. Okay, alles klar. Wir sind hier weiterhin am Bauen für unser Uranwerk. Haben hier auch schon so ein paar Zentrifugen jetzt mal hingestellt. Und ich denke, ja, das will mir jetzt durchziehen bis zum Umfallen, bis das fertig ist hier. Und versuchen zumindest so ein wenig Uranstrom herzustellen. Und mit diesen Kraftwerken hier ein bisschen was zu erreichen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.